Flavio Di Muro ist das nur recht. Er hat für die Rechten einen Parlamentssitz in Rom erobert. Und nun vertritt er die Interessen all derer, die Italien als Opfer einer Invasion sehen. Europa ist tot, behauptet der Abgeordnete. Gestorben, weil es die Einwanderung nicht in den Griff bekam. Und nirgends sei das deutlicher zu sehen als hier in seiner Heimatstadt Ventimiglia. Die meisten Migranten wollen ja nicht in Ventimiglia bleiben, sondern ziehen weiter nach Frankreich, England und Deutschland. Da ist es doch unerhört, dass Italien allein mit dem Problem gelassen wird und Europa sich einen schlanken Fuß macht. Ventimiglia an der ligurischen Küste ist die letzte Station vor der französischen Grenze. Nur ein paar Minuten sind es mit dem Zug, aber da fällt man sofort auf. Manche versuchen es deshalb auch zu Fuß über die Berge oder versteckt im Auto. Grenzenlos ist Europa an dieser Grenze schon lange nicht mehr. Frankreich kontrolliert streng und lässt keine Migranten rein. Und wen sie aufgreifen, den schicken sie nach Italien zurück. So sind viele in Ventimiglia gestrandet. Keiner will sein Gesicht zeigen, wenn sie abends am Stadtrand auf Lebensmittel warten. Noch vor Jahresfrist waren es viel mehr, vor allem mehr Afrikaner, berichten die freiwilligen Helfer. Jetzt sind Männer aus Pakistan und Bangladesch in der Überzahl. Sie wollen sich nach Großbritannien durchschlagen. Seit seine Regierung keine Flüchtlingsschiffe mehr anlegen lasse, habe sich die Lage entspannt, meint der Abgeordnete Di Muro. Bis neulich haben sie massenhaft da draußen auf Matratzen kampiert, in Zelten und irgendwelchen Behausungen. Aber jetzt haben die Behörden das unterbunden. Auch die örtliche Polizei greift nun härter durch und schaut ganz genau hin, besonders wenn der Abgeordnete seine Runde macht. 30% der Stimmen hat Di Muro bei der Parlamentswahl in Ventimiglia geholt. Inzwischen rechnet er mit 40. Denn es ist seiner Partei gelungen, aus einer gefühlten Bedrohung durch Fremde echte Angst und damit viele Stimmen zu erzeugen, sagen Wissenschaftler wie Professor Marco Valbruzzi, der das Phänomen Populismus erforscht. Wir haben in Italien eine Einwanderungsquote von nicht mehr als 10%. Aber die Bevölkerung ist fälschlicherweise überzeugt davon, dass sie bei 25% liegt. Das gibt es in keinem anderen europäischen Land. Und in dieser Kluft zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit gedeihen die Populisten und die Antisystemparteien. Und da gedeiht auch der Abgeordnete Di Muro, der sich auf dem Wochenmarkt schnell einig wird mit seinen Wählern. Zum Beispiel dem Huthändler Danieli und seiner Frau. Der Franzose Sarkozy, der Brite Cameron und Obama haben uns das eingebrockt, weil sie unbedingt Gaddafi loswerden wollten. Der war es doch, der uns die Flüchtlinge vom Hals gehalten hat. Und jetzt sollten Frankreich und England sie gefälligst auch aufnehmen und sie nicht immer zu uns zurückschicken.